In diesem Video nähen wir eine Nähmaschinenhaube als Staubschutz für unsere Nähmaschine. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. Es ist mal wieder Zeit für ein Freebie des Monats. Alle meine Freebooks können in meiner Facebook-Gruppe heruntergeladen werden, in den Dateien. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und falls du keinen Facebook-Account hast, dann kannst du mir eine E-Mail via meiner Webseite schreiben. Und jetzt geht's los. Als ich den Schnitt hier hergestellt habe für die Nähmaschinenhaube, habe ich natürlich meine Nähmaschine vermessen. Und es kann sein, dass du das für deine Nähmaschine anpassen musst, den Schnitt. Aber eigentlich ist die Haube groß genug, sodass sie für viele, viele verschiedene Nähmaschinen passen sollte. Falte die Nahtzugabe um, falls du das Vorder- und Hinterteil im Bruch zuschneiden möchtest. Also ich falte hier meine Nahtzugabe um, da ich den Stoff im Bruch zuschneiden möchte. Wenn du zwei verschiedene Teile schneiden möchtest, falls deine Stoffteile zu klein sind oder du vielleicht zwei verschiedene Stoffe benutzen möchtest, dann schneide es doch bitte mit der Nahtzugabe am oberen Rand zu. Jetzt schneide ich alle meine Teile aus hier. Das ist nochmal im Detail geschildert in der PDF-Datei im Freebook. Ich benutze, hier schneide ich gerade die Vordertasche aus. Ich benutze Bügelvlies und auch eine Wattierung oder ein Volumenvlies. Es gibt aber auch so ein Schaumstoff-Volumenvlies, was man benutzen kann. Da muss man nicht das Bügelvlies und die Wattierung benutzen. Jetzt mache ich hier gerade das Bügelvlies in die Vordertasche hinein. Alles schön ausgeschnitten. Hier ist der Henkel, muss natürlich noch gebügelt werden. Hier sind nochmal alle Materialien aufgelistet. Das kann man aber auch im Freebook nachlesen und muss es jetzt nicht mitschreiben. Nimm das Henkelstück, falte es zur Hälfte, öffne es wieder und falte die beiden Außenkanten auf die soeben gefaltete Mittelkante. Es tut mir so leid, dass ich hier den Kamerawinkel so schrecklich gemacht habe. Das habe ich erst ganz am Ende beim Editieren des Videos herausgefunden. Es tut mir leid, ich hoffe, man kann es trotzdem erahnen, was ich hier mache. Und falte nochmal alles zusammen und bügle den Henkel. Es ist auch in der PDF nochmal mit Fotos erklärt und ich hoffe, man kann das dann herausarbeiten, was hier zu machen ist. Nähe entlang der Außenkante des Henkels. Falte die Vordertasche zur Hälfte, lege das Bügelvlies dazwischen und bügle es. Bügle das Bügelvlies auf die linke Stoffseite der Seitenteile und des Vorder- und Hinterteils der Haube. Stecke das Volumenvlies oder die Wattierung auf die linke Seite der Seitenteile und des Vorder- und Hinterteils und nähe es mit einem Heftstich entlang der Außenkante fest. Falte das Vorder- und Hinterteil zur Hälfte, um die Mitte zu bestimmen und stecke den Henkel mittig fest. Falte dazu die Enden des Henkels nach innen. Nähe den Henkel am Vorder- oder Hinterteil fest mit einer rechteckigen Naht, also in der Mitte des Vorder- und Hinterteils.
ich sage ja immer Vorder- und Hinterteil, es ist einfach dieses Hauptteil der Nähmaschine, was die ganze Haube dann später sein wird. Und man kann es hier nicht so genau sehen, auch wieder, weil ich so furchtbar alles gefilmt habe. Es ist nochmal genau erklärt, auch in der PDF. Ich habe einfach dieses große Stoffstück in der Mitte gefaltet und dann nochmal zur Mitte gefaltet, um die obere mittlere Linie und dann die Mitte dieser Linie zu bestimmen. Aber das ist alles in der PDF und auf den Schnittteilen markiert, dass man hier jetzt nicht, dass ihr dann nicht falten müsst, wenn ihr das Schnittmuster näht, sondern es ist alles schön auf den Schnittteilen angegeben, wie man den Henkel platzieren soll. Nähe eine Steppnaht entlang der Oberkante der Vordertasche und stecke sie am Vorderteil der Haube fest. Jetzt falte ich den Stoff, um festzulegen, wo ich die vertikalen Nähte für die Taschen nähen werde. Genau hier werde ich dann zwei Nähte nähen und dazu markiere ich das jetzt mit zwei Stecknadeln. Nähe ein paar vertikale Nähte, um die Taschen zu machen. Nähe anschließend die Vordertasche mit einem groben Heftstich entlang der Außenkante am Vorderteil fest. Stecke die Seitenteile an das Vorder- und Hinterteil der Haube. Nähe die Seitenteile am Vorder-Hinterteil der Haube fest.
und wende die Haube nach außen. Nähe die Seitenteile aus Innenstoff an das Vorder-Hinterteil. Lass eine Wendeöffnung von ca. 8 bis 10 cm auf einer Seite. Und hier ist unsere Wendeöffnung. Auf der anderen Seite habe ich einfach ganz rundherum genäht. Stülpe die Innenhaube über die Außenhaube und stecke sie entlang der Unterkante fest. Nähe entlang der unteren Kante.
und wende die Nähmaschinenhaube durch die Wendeöffnung nach außen. Nähe die Wendeöffnung von Hand zu. Stecke die Unterkante der Haube fest. Ich finde, es sieht nett aus, wenn der Innenstoff von außen zu sehen ist, so breit wie die Nahtzugabe ist. Man kann es aber auch so feststecken, dass man den Innenstoff nicht von außen sehen kann. Nähe mit einem Steppstich entlang der Unterkante. Da haben wir gerade unsere schicke Steppnaht genäht. Und jetzt schauen wir mal, ob es denn auch passt auf die Nähmaschine. Wunderbar, da ist auch noch ein bisschen Platz. Da passt auch eine größere Nähmaschine drunter. Das ist doch schick. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich hoffe, dass es für eure Nähmaschine auch passt. Und das Freebook gibt es, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe. Wenn ihr keinen Facebook-Account habt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich es euch per E-Mail zuschicken. Und ich würde mich natürlich freuen über Fotos in der Facebook-Gruppe, falls ihr denn die Nähmaschinenhaube auch näht. Wie gesagt, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung hier für die schrecklichen Kameraeinstellungen. Ich hoffe, dass ich es nächstes Mal besser hinkriege und dass ich euch dann auch im nächsten Video wiedersehen werde. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!